haben das schon besprochen. Was wollen Sie denn noch, Livingston? Es reicht! Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir, Sie waren nicht da! Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon? War das der Name? So hat Aloy Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an. Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Alawi ist früh dran. Wenn er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein, nicht bei einem Schmuggler. Ich wette, Alawi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw 42, wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Over. Roger, Boden. Ziel bestätigt. Warten auf euer Zeichen. Over. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir ihn uns. Verstanden. Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Start. Dir nichts tun. CIA? Ihr habt dann einen Deal. Deal? Nicht mit uns. Wo wolltest du hin? Herrera Lügen! Euer Mann wollte mich unser rausholen. Mann? Sehr genau. Von uns? Nein, aber auch nicht irakisch. Pantheon. Pantheon? Wir müssen weg. Gegen die habt ihr keine Chance. Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus Ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht Ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir,
Der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln das und... Das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Ex-Agenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer sie anführen. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Warten? Auf gar keinen Fall. Farage, komm. Sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünnen wir sie etwas aus. An die Arbeit, Case. Das ist unsere Lücke! Dann ist sie durch! Diese Pantheon-Typen können kämpfen! Weiter, zum Treffpunkt! Wir kommen näher! Paras, kommen! Wird er sicher dort sein? Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Hier unten sind wir leichte Ziele. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Unbedingt Alawi. Das wirst du allerdings. Harash! Alles okay, denke ich. Irgendwer verletzt? Ist das euer... Nein! Waffe runter! Warte, bis Woods davon erfährt. Verdammt, Russell Adler, CIA-Verräter. Waren es 10 Monate auf der Flucht? Marshall, oder? Woods neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf Alawi nicht erwischen. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Aber nicht durch mich, ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte, ich habe eine Nachricht für Woods. Ach ja? Sagt ihm, Läufer schlägt Turm. Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu gehen. Nimm den Schlag. Wir schießen ihn ab!
etwas wegen Alawi. Viel Glück dabei. Sonst noch etwas? Sir, die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow. Abtrünnige Agenten zu ergreifen, ist sicher ein Sieg. Russell Adler. Der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Tor. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Also gut. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer vergangenen Ära. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Mein Büro in 5 Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall. Bewunderst du deine Arbeit? Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast du einen gut? Nur einen? Klar. Hier, ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben. Ich werde mich bemühen. Läufer schlägt Turm. Woods wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer. Laut Woods entdeckten er und Adler vor 15 Jahren einen verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, gingen Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Es wird nicht leicht. Aber Adler hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang. Jede Sekunde zählt. Du kennst den Plan. Shivati Dumas, die Person, die du triffst. Keine Ahnung, warum Adler mit ihr in Kontakt stand, aber Spur ist Spur. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich bezweifle, Adler hat es. Verdammt. Sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Wem können wir trauen? Dumas will Case in Avalon treffen, also machen wir das. Na, na, na. Hier spielt wohl jemand den großen Mann.
Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirten. Freund? Wohl kaum. Ich hasse den Kerl, aber wir brauchen ihn. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Wenn er so gut ist, wie du sagst, haben wir Adler gefunden, wenn Case zurückkommt. Falls Livingston ihn nicht schon durch den Wolf gedreht hat. Einsatzdetails stehen am Brett, Case. Ich bin bald weg, also sag Bescheid, wenn du was brauchst. Habe ein paar Ideen, wie wir dieses Drecksloch aufpolieren können, Case. Reden wir, wenn du Zeit hast. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Kein Wunder, dass du noch lebst, Case. Du servierst immer den besten Schwachsinn. Ich komme zur Sache. Mit diesem Haus können wir bei unseren Mitteln nichts anfangen. Für Adler mag das ausgereicht haben. Aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer, Trainingsplatz, Ausrüstungsbank. Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten. Billig wird es sicher nicht werden. Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Du wirst es wie Robin Hood machen. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. So bin ich. Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war. Es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Am Brett hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Sieh es dir an. Adler hat nicht viele Infos über Sevati Dumas hinterlassen. Aber ich weiß ein bisschen über Avalon. Er ist ein Spielplatz für die Reichen und Verbrechersyndikate regieren die ganze Stadt. Jeder schaut, wen er von der Rutsche schubsen kann. Haben Sie ein Ziel? Heuern Sie jemanden wie Sevati an. Früher gehörte sie zur Gilde, einer der mächtigsten Fraktionen in Avalon. Jetzt arbeitet sie freiberuflich. Adler heuerte Sevati an, einer Pantheon-Spur nachzugehen. Und genau dabei hilfst du ihr heute. Wir wollen selbst sehen, wohin die Spur führt. Vielleicht bekommen wir so Verstärkung fürs Team. Kraul ihr den Rücken, aber pass auch auf deinen auf. Vertrauen muss verdient werden. Der Gilde. Er ist heute Abend auf seiner Yacht, hat ein Telefonat mit dem Pantheon. Wir hören mit. Ist der Anruf erledigt? Erledigst du, Yannick. Das wird das eigentliche Ziel herauslocken. Aber eins nach dem anderen. Mal sehen, was du drauf hast, Case. Auf zum Glockenturm. Mir ist egal wie. Leise, laut, komm einfach hin. Eine ruhige Hand.
Du könntest schwimmen gehen, um die Wachen zu meiden. Sobald wir Yannicks Anruf mithören und eine Spur zum Anfion für Adler haben, erkläre ich die Gilde zum Freibild. Die haben es verdient. Sobald wir Yannicks Anruf mithören und eine Spur zum Anfion für Adler haben, erkläre ich die Gilde zum Freibild. Sie haben es verdient. Ich weiß das. Ich habe früher für sie gearbeitet. Als ich noch bei der Gilde war, habe ich Yannicks Partys nie gemocht. Obwohl sie eine gute Übung waren, nicht aufzufallen. Jede Kleine, die Yannick mochte, hat eine lange Nacht vor sich. Also machen wir kurzen Prozess. Fenster sind offen. Du könntest in den ersten Stock klettern. Zugang zum Glockenturm gibt es im ersten Stock hinter einer verschlossenen Tür. Pantheons Cashlieferung liegt immer noch am Altar. Wann holt Yannick sie an? Klingt, als wäre ein Geldstapel nahe des Altars. Pantheons Anzahlung an die Gilde. Diese Pantheon-Typen, sind die sauber? Yannick meint schon. Ich weiß nicht. Scheint nicht. Steck das zur Sicherheit ein. Die Tür zum Glockenturm befindet sich im ersten Stock der Kirche.